Das, was wir hier gemacht haben, ist dem asiatischen Garten nachempfunden. Denn die Leute lieben die Ruhe, die lieben die Gleichmäßigkeit, das Plätschern vom Wasser, die Steine, das ist eine gewisse Wärme. Jetzt fangen wir einmal an bei den Großpflanzen. Wir haben hier eine Eibe, Sie sehen, die Eiben kann man schneiden, wunderbar, als Teller, aber man kann es auch als Kugel machen. Ja, da haben wir noch so eine große Pflanze. Das ist eine Föhre, die wird einmal im Frühling geschnitten. Also zuerst muss man es einmal so groß wachsen lassen, bevor man mit dem Schneiden anfängt. Und dann wird es einmal im Frühling geschnitten. Das ist, wenn diese Kerzen wachsen, wenn die Triebe so lang sind, dann schneiden wir es, dann macht es wieder viele kleine Triebe und Kerzen. Und dann werden diese Tuffs immer buschiger. Da haben wir wieder Eiben. Sie sehen, aus Eiben kann man fast alles machen. So, und jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt gehen wir mal zu den typischen asiatischen oder japanischen Pflanzen. Das sind japanische Ahorn. In verschiedenen Höhen veredelt. Und wenn wir da hinten schauen, da hinten ist also ein kleiner Ahorn im Topf. Ich habe mir vor 5 Jahren also einen Ahorn in den Topf gesetzt. Und Sie glauben nicht, der wächst schon seit 5 Jahren. Er macht keine großen Triebe mehr. Aber er ist ein richtiger Bonsai geblieben. Das heißt, wenn man auch nicht viel gärtnerisches Verständnis hat, also einen Ahorn in einen Topf gießen müssen, natürlich, weil sonst vertrinkt er. Aber sonst wächst der ganz von allein. Und düngen braucht man auch fast nicht. So, jetzt schauen wir nochmal da rüber. Da haben wir jetzt noch das Typische für so einen Garten. Sie sehen hier den Bambus. Das ist ein horstbildender Bambus und den würde ich auch nehmen, denn der Horst unten wird immer größer. Dann gibt es noch diesen ausläuferbildenden Bambus, aber der kann 5 Meter weiter weg auch wieder rauskommen aus dem Boden. Und wenn es da keine Rhizomensperre, nennt man sowas, machen, das ist also ein Plastik, das 80 cm tief runtergeht, fest verschraubt ist, damit die Wurzeln nicht raus können und trotzdem geht immer wieder einmal eine Wurzel raus. Also den Bambus würde ich nicht nehmen, sondern sagen Sie in der Gärtnerei, wo Sie hingehen, horstbildenden Bambus wollen Sie haben. So, und dann haben Sie hier unten haben Sie noch die kleine Unterpflanzung. Da ist auch typisch im asiatischen Garten, hat man sehr viel Moos. Und das haben wir hier mit dem Bärenfellgras, haben wir das nachempfunden. Denkst du, das macht lauter so kleine Polster? Und bis in ein Jahr, vielleicht in 1,5 Jahren, wird das Ganze ein wunderbar grüner Teppich sein. Und dazwischen haben wir die Steine. Da gibt es auch 2 verschiedene Möglichkeiten. Entweder Sie geben es gleich auf die Erde drauf, so wie wir es da gemacht haben, oder Sie legen ein Vlies drunter. Aber wenn der Samen kommt von Ungräsern, von Unkräutern, also einen Großsamen haben Sie immer drin, dann müssen Sie es halt auszupfen. Wir beginnen jetzt mit der Bepflanzung der Großbäume. Wir haben hier einen Big Bonsai. Der Baum ist schon 30 Jahre alt. Das ist eine Bergkiefer. Und da braucht man natürlich dementsprechende Geräte, damit man den auch ins Loch bringt. Aber wir wissen schon, wie das geht. Pflanzlöcher machen wir mit dem Mini-Bagger. Das geht schnell und der Baum bekommt dadurch genügend lockere Erde. Für den japanischen Garten verwenden wir natürlich verschiedenste japanische Ahorn. In Grün, in Rot. Das hier ist eine Eibe. Besonders Eiben lassen sich gut schneiden und formen. Von den Formgehölzen kann Ihnen mein Bruder Anton erzählen. Er ist Spezialist dafür. In unserer heutigen Sendung geht es um Formschnitt und um japanische Gärten. Und wenn man an japanische Gärten denkt, denkt man automatisch natürlich an einen japanischen Ahorn oder an einen Bonsai. Haben Sie eigentlich gewusst, dass man praktisch aus jedem Baum einen Bonsai machen kann? Man braucht nur eines: gärtnerisches Geschick, viel Geduld, na, und ein bisschen einen grünen Daumen. Aber wie sowas ausschaut, das zeige ich Ihnen jetzt in meiner Baumschule. Kommen Sie mit. Also das sind meine Hainbuchen, die werden 2-mal im Jahr geschnitten. So eine Pflanze ist ungefähr 20 Jahre alt. Also man braucht schon ein bisschen Fantasie,
wenn man solche Bonsais macht, irgendwo muss man die Fantasie haben, dass irgendwann einmal einer kommt und sagt, hey, so einen Baum hätte ich gern. Aber ich habe noch was anderes. Und zwar meine Kiefernbonsai. Die Kiefernbonsai sind nämlich noch viel älter. Meine ältesten Kiefernbonsai, glaube ich, sind schon älter als meine Kinder. Die sind schon über 30, manche sogar 40 Jahre alt. Und da schauen wir jetzt einmal hin. Kiefern sind ganz anders zu schneiden als die Hainbuchen. Weil Kiefern haben eine besondere Eigenheit. Die treiben nämlich nur einmal im Jahr. Das heißt, die machen im Frühjahr die berühmten Kerzen. Ja, und in dem Stadium kann man sie dann schneiden. Wenn man es später schneidet, setzen sie keine frischen Knospen an und dann wird die Pflanze nichts. Und wenn Sie da runterschauen, also das sind Kiefern, die sind ungefähr im Schnitt so 30, manche sogar 35 Jahre alt. Ja, und da habe ich selber einige Jahre gebraucht, bis ich die richtig geschnitten habe. Wissen Sie, man muss einmal warten, bis die Pflanze so groß ist, also hier so 3-4 Meter hoch. Und dann nimmt man ihr einige Äste weg und lässt die besonders gedrehten, interessanten Äste lässt man stehen. Und dann wird die Kiefer immer wieder geschnitten. Aber ich glaube, das muss ich Ihnen jetzt anhand eines Details zeigen. Kommen Sie mit. Schauen Sie, an der Pflanze sieht man ganz genau, wie das geht. Ja, wir haben bei dieser Kiefer alle Seitenäste weggenommen und dann ist eigentlich nur mehr da draußen ein Trieb geblieben. Und den haben wir dann jedes Jahr geschnitten und dann setzt er sehr viele Knospen an und macht nicht lange Triebe, sondern kurze. Und nur damit Sie sehen, wie lange das wirklich dauert, nur um diesen Wedel da zu erzeugen, sind mindestens 5 Jahre notwendig. Also Gärtner muss schon Geduld haben. Und bevor wir weiterpflanzen, müssen wir noch unseren Brunnen eingraben. Als erstes müssen wir mal die Größe anzeichnen. Und dann fangen wir an mit dem Ausgraben. Die Wanne muss waagrecht eingebaut werden, damit später das Wasser nicht ausrinnt. In dieses hellgraue Teil kommt später die Pumpe, aber das sehen wir noch. Wir beginnen jetzt mit der Bepflanzung. Bergenien und Bärenfellgras. Heuchera und Hosta für schattige Lagen. Und die Fetthenne darf auch nicht fehlen. Und das ist der Kies jetzt zum Abdecken der erdigen Zwischenräume. Vorsichtig wird der Kies reingeschaufelt. Der Marmorkies macht den Garten dekorativ. Die Trittplatten verlegen wir direkt in die Erde. Warum, das werden Sie gleich sehen. Wir pflanzen nämlich dazwischen das Bärenfellgras. Das hat seinen besonderen Reiz. Und so schaut's fertig aus. Wir bauen jetzt den Brunnen fertig. Dieser Metallspitz, das ist die Halterung für den Wasserspeier. Der wird jetzt einmal eingeschlagen, damit es richtig hält. Den Wasserspeier haben wir aus einem großen Bambusrohr gemacht. Die Kabel für die Wasseranschlüsse werden verlegt und an der vorgesehenen Stelle eingebaut. Da gibt es fertige Brunnensysteme und die sind auch für Laien leicht zu bauen. Schutz fließt drauf und jetzt kommt dann der Brunnen. Und jetzt sehen Sie,
wofür das graue Teil noch gehört. Der Deckel ist nämlich nicht so stark, aber mit dem grauen Teil bricht er nicht durch. Der Brunnen muss in der Waage stehen. Wir beginnen schon mit dem Füllen. Das Wasser rinnt drüber, sammelt sich unten und wird wieder raufgepumpt. Und alles, was man nicht sehen soll, wird mit dem Kies verdeckt. Und ein kleines Steinlaternerl darf in einem Asiagarten natürlich auch nicht fehlen. Fertig ist unser Garten.